Hallo, mein Name ist Konrad. Ich befinde mich hier am Grab meines Vaters auf dem Friedhof in Erle. Was ihr da eben gesehen habt, das war nicht einfach nur ein Kind in der Flöte, sondern das war Pan. Okay, jetzt werden einige sagen, Pan sieht ja eigentlich ganz anders aus in der Mythologie. Es ist aber Pan. Und das ist hier nicht von ungefähr auf dem Friedhof. Denn Pan ist ja einfach nur symbolisch aus einer anderen falschen Gottheit. Aber in Wirklichkeit ist es auch wieder nur eine Abzweigung von Luzifer selbst, der ja der Verführer durch Musik ist. Ihr kennt wahrscheinlich aus eurer Kindheit noch das Märchen Der Rattenfänger von Hameln. Es war nichts anderes wie die Geschichte von Pan. Also die Stadt hatte eine Rattenplage. Und der Rattenfänger hat gesagt, ja, ich werde euch die entsorgen, wenn ihr mich reichlich bezahlt. Ja, er hat dann auch die Ratten gelockt mit seiner Flöte und die Leute wollten nicht bezahlen. Die haben gesagt, nee, wir bezahlen dich nicht, das ist uns zu teuer. Und dann hat er dann am Ende die Kinder weggelockt. Und genau da ist die Symbolik dahinter. Denn der Teufel, wir wissen es, war ja, als er noch Luzifer war im Himmel, für die Muse zuständig, für die Künste, insbesondere auch für die Musik. Das erklärt, warum in den Kirchen und Gemeinden so viel Wert auf Musik gelegt wird. Weil die natürlich genau wissen, wie auch Satan weiß, durch Musik stachelt man die Emotionen an. Ich habe das schon gestern ein bisschen in den Livestream angesprochen. Durch Musik kann man die Leute mit bestimmten Frequenzen, kann man die Leute auf Spur bringen, manipulieren. Und weil Satan, wie ich ja gestern schon erwähnt habe, selber kein Wesen ist, was kreiert, muss er kopieren. Und er kopiert natürlich durch Musik und durch Emotionen, kopiert er eine Scheinbekehrung und verführt. Was er kann, ist, er kann gut verführen. Das macht er unter anderem mit der Musik. Ja, und ja, viele Friedhöfe sieht man diese Statue von diesem Pan. Auch diese kleinen Engel, die ihr seht, kleine Kinder oder Babys mit Flügel, das sind keine Engel, das sind kleine Dämonen, das sind kleine Elfen und Dämonen. Die Leute gehen dorthin. Teilweise habe ich gesehen, wie die Leute sogar diese kleinen Engel anbeten, meinen wirklich, so sehen echte Engel aus. Weil wer die Bibel kennt, weiß, dass Engel ganz anders beschrieben werden, sondern nämlich ähnlich wie fast wie Conan, also muskulöse, große Krieger. Unter anderem. Ja, und es geht wirklich um die Verführung. Wir leben in einer Zeit, wo die Verführung so dermaßen groß ist und wir als Christen müssen uns schützen. Wir müssen komplett unser Fundament stärken, wir müssen unseren Glauben stärken. Denn in der Bibel steht, dass wenn Gott selber nicht die Zeit verkürzen würde, würde es keiner schaffen. Weil die Verführung in dieser jetzigen Zeit so groß ist, dass selbst die Christen mit dem stärksten Fokus trotzdem Gefahr gehen in irgendeine Falle Satans, in die Verführung. Lasst euch nicht verführen. Als die Jünger Jesus gefragt haben, woran erkennen wir, dass diese Zeit, diese Endzeit gekommen ist, da hat Jesus gesagt, passt auf, dass euch niemand verführt. Und das ist wirklich, das sollte unser Hauptfokus sein in dieser Zeit, Doppelzeit, wieder mal ich, dass wir wirklich darauf achten müssen, dass wir nicht in die Verführung geraten. Wo ist die Verführung? In den Medien, in den Filmen, in der Werbung, aber auch in den Kirchen und Gemeinden. Und wer da nicht komplett gutes Bibelwissen hat, wer nicht eine voll intakte Beziehung mit Jesus hat, der ist wirklich oder kann wirklich ein willfähriges Werkzeug des Feindes werden. Und auch Vorsicht, sehr, sehr aufpassen auf diese Menschen, die sich oft Brüder und Schwestern nennen. Da sind ganz, ganz viel reißende Wölfe drunter, die längst vom Feind übernommen wurden. Und auch da müssen wir aufpassen. Deswegen immer Antennen auf Senden und Empfang, spirituell gesehen meine ich das. Ja, ihr seht hier auch auf dem Friedhof ist nie Ruhe. Deswegen werde ich dieses Video jetzt schließen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Gott segne euch. Euer Konrad. Macht's gut. Ciao.